Hallo, liebe Trader, und willkommen zur Einführung in die TradeMiner Software. Ja, wie bereits angekündigt, werde ich im Folgenden viele kleine Tutorials, die aufeinander aufbauen, auf diesem Kanal präsentieren. Eine ganz genaue Einführung in die TradeMiner Software, mit der man Aktien, Forex und Futures nach Saisonalitäten scannen kann. Ja, warum mache ich das? Ich möchte einfach mal diese hervorragende US-Software nach Deutschland holen und hier auch quasi für Deutsche den Zugang ermöglichen zu dieser TradeMiner Software. Und da wir ja immer noch ein Entwicklungsland sind, was das Trading anbelangt, können wir hier mal mit dieser Software einen Schritt weiterkommen und unsere Werte hier nach profitablen, saisonalen Mustern scannen. Ich fange an mit einer kleinen PowerPoint-Präsentation. Im Anschluss, im nächsten Teil, geht es dann direkt weiter mit der TradeMiner Software, wo ich Schritt für Schritt die ganze Software erklären werde, damit man auch dann explizit nach dem Punkt suchen kann, den man gerne haben möchte. Es wird eine extra Playlist geben zur TradeMiner Software, sodass alle Tutorials in einer Playlist zusammen akkumuliert sind. Ja, was ist die TradeMiner Software? Also mit dieser Software können wir historische saisonale Trends und Marktzyklen identifizieren auf dem Forex-Markt, auf dem Futures-Markt und auf dem US-Aktienmarkt. Und wie wir hier zum Beispiel mal sehen, habe ich einen Scan gemacht für den Monat Juni. Ich habe 40 Jahre Saisonalitäten zurückgescannt, eine Trefferquote von 80% vorausgesetzt, und als Topwert kam dann hier die Aktie Kroger CO raus, eine Grocery-Firma, das nur als Beispiel, die dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, mit einer hohen saisonalen Wahrscheinlichkeit ein Trade zum Erfolg führen wird. Ja, wie kann man die Software nutzen? Wir können sie also nutzen, indem man saisonale Trends abgleicht mit der technischen Analyse. Das ist quasi auch die Vorgehensweise, wie ich es mache. Es gibt natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, wie man die Software nutzen kann. Da sind der Kreativität quasi keine Grenzen gesetzt. Dann gibt es noch den sogenannten Counter-Jump. Das heißt, wir warten erstmal ab und beobachten die Trades, die als positive Saisonalität ausgegeben wurden, und achten darauf, ob die Saisonalität quasi gebrochen wird, und gehen dann erst nach einem Pullback, wenn also dann der jeweilige Wert in Richtung der Saisonalität eindreht, dann springen wir erst auf. Andere wiederum nutzen TradeMiner, um ihr Portfolios mit Optionen gegen Verluste abzuhedgen. Das heißt, wir können uns ein automatisiertes Portfolio erstellen mit unseren Aktien, die wir im Depot haben, und können dieses Portfolio dann eben auf saisonal besonders starke und saisonal besonders schwache Monate scannen und können dann kurz vor den schwachen Monaten unseres Portfolios unsere Absicherung durch Optionen oder durch Zertifikate oder wie auch immer man eben sein Portfolio absichern möchte, können wir die Absicherungen hochfahren. Das Ganze ist natürlich besonders interessant für Langfristinvestoren und erlaubt es eben einem auch, dass man nicht bei jedem Kursrutscher das ganze Portfolio verkaufen muss, sondern einfach dann die Absicherung hochfährt, dagegen hedgt und das dann möglichst so macht, dass man eben hier sein Portfolio absichert, bevor eine saisonal schwache Phase kommt. Ja, dann haben wir noch die Möglichkeit, dass wir eben, wenn wir andere Handelsempfehlungen durch Börsenbriefe oder durch andere Trader oder durch fundamental untermauerte Daten haben, dass wir dann eben eine Bestätigung durch die TradeMiner Software, durch den saisonalen Trend nehmen und dann eben nur dann in den Markt gehen, wenn eben die jeweilige Handelsempfehlung durch einen anderen Experten oder durch fundamentale Gegebenheiten durch die Saisonalität gedeckt ist. Dann ist es natürlich auch möglich, mit Hilfe der TradeMiner Software Trades zu vermeiden. Das heißt, wenn ich jetzt direkt vor einem Einstieg in einen Trade bin, zum Beispiel in Long-Richtung, aber die Saisonalität geht in Kürze davon aus, dass wir die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre einen bärischen Trend entwickeln, dann steht es doch zur Überlegung, ob wir vielleicht den Trade überhaupt eingehen oder ob wir uns das nochmal anders überlegen.
und vielleicht diesen Trade dann einfach auslassen. Das heißt, indem wir einen Trade vermeiden, haben wir dann auch schon mal einen Verlusttrade eingespart. Dann gibt es noch als letzten Punkt die Möglichkeit für Daytrader, dass wir immer in saisonaler Richtung traden. Gleich vorausgesagt, die DAX-Saisonalität kann man mit der Software hier nicht analysieren. Für die Saisonalität habe ich andere Programme bzw. meinen Indikator bzw. andere Auswertungen. Das heißt, mit der Trade meiner Software gucken wir lediglich auf US-Werte, US-Aktien, US-Indizes und die Forex-Paare. Aber es macht durchaus Sinn, auch für Daytrader, wenn er zum Beispiel im Austral-Dollar, US-Dollar oder im US-Dollar-Japanischen dann grundsätzlich in die saisonale Richtung tradet, auch wenn er nur intraday unterwegs ist. Was ist die Voraussetzung für die Installation der Trade Miner Software? Also sie besteht quasi aus drei Komponenten: Forex, Futures und Aktien. Wir müssen dazu Java installiert haben auf dem Rechner. Das gibt es kostenlos unter java.com, falls noch nicht auf dem aktuellen Rechner installiert ist. Wir haben bis 40 Jahre Datenhistorie im Aktienmarkt. Wir haben eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und im nächsten Teil geht es direkt in die Praxis. Wir schauen uns den Suchtab an, mit dem wir den Aktienmarkt scannen. Hol dir jetzt die TradeMiner Software, um die Märkte Forex, US-Aktien und Futures nach profitablen saisonalen Handelsmustern durchzuscannen und diese im täglichen Handel zu nutzen. Wenn du dabei über meinen Link gehst, sei es über diese Infobox hier oben unter dem Video oder auf der Webseite von devisen-handeln.org, bekommst du von mir das Seasonal Template für den MetaTrader 4 kostenlos dazu, ohne für die Software mehr bezahlen zu müssen.